Riverboat mit Kim Fischer und Susann Link. Ja, danke. Ah, da. Na, Guten Abend. Hallo. Herzlich willkommen. Guten Abend. Na? Juhu. Hallo Leipzig. Guten Abend. Liebe Zuschauer. Na? Heute eine Riesenrunde gedreht, ne? Ja, heute hat es ein bisschen länger gedauert. Ist ein bisschen. Hallo! So eine große Runde, ne? Ja, hallo! Kann man uns da hinten hören? Es ist heute eine große Runde und unsere Getränke, aber auch das Essen, das ist ja die viel schlimmere Information. Muss man sich erkämpfen. Weit weg. Das ist super weit weg, ja. Schaut mal, wir haben rechts und links haben wir dann auch so ein paar Tischchen. Aber es hat einen guten Grund, weil wir wollten heute alle die Gäste einladen, die heute da sind, weil die zusammenpassen. Wir haben es wirklich heute vom 18. bis 80. Lebensjahr, haben wir hier alles in der drin. Runde, alles für Sie heute dabei. Mhm. Wollen wir vorstellen? Dann legen wir direkt los mit den Gästen. Guck mal, da lernen sich noch die Leute kennen. Bitte, jetzt geht's los. Ja, schön. Ihr seid herrlich. Komm, unsere Gäste. Tja, und wenn Sie auf die Straße gehen, dann ist normalerweise Kreischalarm, es sei denn, Sie setzen sich eine Kappe auf und eine Sonnenbrille. In den letzten 6 Jahren haben die beiden sich wirklich zu den Superstars der jungen Generation bei uns in Deutschland entwickelt. Gerade frisch 18 geworden oder zusammen 36. Wir freuen uns, dass die Lochis hier sind. Roman und Heiko Lochmann, herzlich willkommen. Ich freue mich, weil wir gerade über verschiedene Generationen und verstehen, wir haben ja gerade schon gesagt, wir haben eine tolle Runde heute hier und wir sortieren uns jetzt mal. Die Lochis sind bei uns, Heiko und Roman. Unser Gespräch ging heute schon mal los, dass ich mir eure Frisuren gemerkt habe, damit ich weiß. Keine Frisur, das ja doch, du hast den, wir haben uns auf Wuschel geeinigt. Wuschel ja. Ist Roman und grau im Pulli ist Heiko. Genau, grau im Pulli. Im Pulli, sonst nicht. So, das haben wir jetzt schon mal geklärt. Ihr seid die Lochmanns eigentlich, aber ihr seid natürlich die Lochis. Und ihr habt eine unglaubliche Karriere hingelegt. Trotzdem ist es so, dass natürlich, ich sag mal so, alles Ü18 vielleicht schon mal ein Fragezeichen hat. Wer sind die Lochis? Ja. Wie weit gehen eure Fans, was würdest du sagen? Was habt ihr so also für... in Wien hatten wir vor kurzem zum Beispiel eine 25-jährige Mutter. Die 25-jährige? Nur als Beispiel, die... Nein, natürlich. Nee, du hast ja gerade gesagt, über 18. Nein, du hast recht. Nur als Beispiel, also ich würde schon sagen, zwischen 10 bis... Pound 20, so okay. Also die Hauptzielgruppe 10 bis 18, 12 bis 18. Haben wir eure Fans schon mal einsortiert, so pass auf. Genau. Jetzt, damit wir mal ein bisschen gucken können, wie eure Karriere entstanden ist. Aus was werden kann, oh ist Gott, ein Knüller. Ich weiß, was jetzt kommt. So, pass auf, stellt euch eine Milchtüte vor. Ja. Oh Gott. So, Milchtüte, Video, so. Ab ins Netz. Das erste hier Video drehen, das ist ganz wichtig, wenn ihr in die andere Richtung dreht, geht das nicht. Ihr müsst... in diese Richtung drehen, ja? Ganz wichtig, ganz vorsichtig, ups, die Milch einschenken. Und jetzt könnt ihr die Milch... Also ich meine, das ist ein Knüller, das muss man sich mal vorstellen. Ja, voll. Ah, wenn ich, da, ich kann da kurz die Story dahinter erzählen. War 2011, wir waren 12, haben gerade unseren YouTube-Kanal eröffnet und brauchten irgendein Video und das lag auf unserer Festplatte rum. Ich glaube, da war, als wir das gemacht haben, waren wir 10 irgendwie. Das lag schon auf der Festplatte, haben es einfach hochgeladen. Aber weißt du, wann merkt man, hey, jetzt ist der Switch, jetzt geht's hier ab, jetzt interessieren sich irgendwie mehr Leute für uns. Gab's da so einen Punkt bei euch? Es gab jetzt keinen Moment, wo wir gesagt haben, okay, jetzt läuft's. Ich glaube, wir haben einfach immer und sind immer irgendwie unserem Herzen gefolgt, haben das gemacht, worauf viele selbst Lust haben. Gut, das mit der Milch, das war eher so eine Bauchentscheidung. Wir haben ich wollte es ausprobieren. Genau, ja? Wir haben es dann auch irgendwie online gelassen, weil es ist ja auch sehr so eine gewisse Nostalgie, die dann 6 Jahre später aufkommt. Ist wirklich so. Ey, wir sind 18, ja, das ist. Aber jetzt klappt das mit Milch ins Glas. Ja, ja, so langsam nicht, nicht immer, aber meistens, ja. Das hat, glaube ich, schon auch ein paar hundert, 400.000 oder so, voll verrückt. Also 400.000 Klicks ungefähr für das Öffnen einer Milch. Die nicht eingießen, weil sie sich das falsch angelernt haben. Ja, genau. Genau. Also, das ist einfach, nein, aber das wir sind ja weg von der Milchtüte. Wir sind jetzt wirklich auf jeden Fall. Richtig erfolgreich unterwegs. Ihr seid gerade 18 geworden. Ja. Zusammen 36, wie ihr gerne ja auch sagt. Und wie, also ich meine, ihr seid total viel unterwegs. Ihr seid super erfolgreich. Ihr macht das, worauf ihr Spaß habt. Was macht man dann am 18. Geburtstag? Da haben wir ein Konzert gespielt. Wir waren ja jetzt mit der neuen Platte. Also wir haben eine neue Version von unserem Album gemacht. Hashtag Zwilling 18. Zu unserem 18. Das Hashtag Zwilling 18. Also Zwilling 18, ne?
Die 18 wurde angehangen. Ja? Und auf jeden Fall waren wir, haben wir unseren Geburtstag mit unseren Fans auf einer Clubtour, auf einer Akustiktour gefeiert. War sehr schön. Sehr, so eine sehr intime Stimmung auch. Alles ein bisschen kleiner und weit. Also der Moment, in dem wir 18 wurden, das war quasi wirklich im Tourbus. Ja. Wir sind dann mit Nightliner wieder gefahren. Sprich, wir haben immer im Tourbus geschlafen mit der ganzen Band, mit der ganzen Entourage. Aber komm, ihr habt mit Bockwurst und Champagner gefeiert. Das habe ich mit gelesen. Mit Champagner, ja. Mit Bockwurst. Ah ja, an der Raststätte gibt es sonst nichts. Ja, also außer Bockwurst. Ihr habt eine Raststätte gefeiert? Ja, normal. Nein, nein, wir waren im Tourbus, aber man hält ja dann auf Tour, du kennst es ja auch auf Tour, man hält ja dann auf einer Raststätte oder so. Wie viel Uhr war es? 2.34 Uhr oder 12. was? 12 Uhr. Ach so. 12 Uhr sind wir quasi gehalten. Habt ihr erstmal mit der Bockwurst angeschlossen? Genau, erstmal so mit der Bockwurst angeschlossen. Und Champagner halt ein bisschen. Was hat sich seitdem geändert? Ich meine, ihr macht ja quasi fast schon alles. Jetzt seid ihr 18. Was passiert jetzt? Was ist anders? 18, also die Volljährigkeit, die öffnet einen natürlich auch viele neue Türen. Wir machen dieses Jahr unseren Führerschein. Autotüren, geil. Auf jeden Fall. Ja, aber warte mal, die sind schon 18. Die meisten haben doch mit 17 heute schon den Führerschein. Wir haben noch keinen Führerschein. Wir haben einfach ihr hattet keine Zeit. Wirklich nicht. Wir machen, aber wir haben voll Bock. Wir machen jetzt in den nächsten oder übernächsten Monat endlich mal einen Führerschein. und was ich ganz süß finde, das habe ich zum ersten Mal gehört, ihr hattet bis jetzt einen Mutti-Zettel? Ja, normal. Man was kann ist immer, denn ein Mutti-Zettel? Also ein Mutti-Zettel... Wenn man als Minderjähriger in eine Diskothek rein möchte oder einen Club und man diese Clubbesitzer, Diskothekenbesitzer nicht kennt, dann... ist ein Mutti-Zettel Pflicht, um quasi offiziell länger als 12 Uhr dort zu bleiben. Das heißt, für eure eigenen Konzerte musstet ihr... Nee, für unsere eigenen Konzerte. Okay. Ich dachte, das wäre geil. Das wäre... Wäre doch cool. Wobei man sagen muss, wir dürfen jetzt offiziell länger als 22 Uhr auf der Bühne bleiben. Komm her, High Five. Ja, also bitte. Und also das klingt jetzt alles so leisure und nebenbei. Ihr habt drei Firmen? Da könnt ihr jetzt auch mit 18 endlich mal dran sozusagen. Wir sind vollständig geschäftsfähig. Yes, also wir haben uns jetzt auch noch mehr was selbstständig gemacht. Wir haben einfach vor fünf Monaten jetzt noch zwei weitere Firmen gegründet. Einmal eine Produktionsfirma, mit der wir auch den Kinofilm im Sommer machen. Dann noch eine zweite Firma, Management, Vermarktung etc., selbst noch mehr mit den Beinen darin zu stehen, sag ich mal. Irre, oder? Ich meine, die zwei sind 18, die machen das jetzt seit 6 Jahren. Aber ich habe immer noch nicht so ganz verstanden, wenn ihr jetzt in einem Hotel euren Beruf in so einem Zettel eingeben müsst, was seid ihr denn beruflich? Das ist eine gute Frage. Ich würde es mal abdecken mit irgendwie Künstler, Entertainer, Musiker, Schauspieler. Wir machen ja ganz viel YouTuber natürlich. Ich glaube, man muss sich da nicht zwangsläufig auf eine Sache fokussieren. Also nur, wenn man irgendwie Musik macht, bedeutet das ja nicht, dass man im Internet nicht aktiv sein kann oder andersrum. Ich glaube, vor allem wenn man irgendwie immer nach mehr strebt, dann ist es total okay, dass man auch andere Dinge macht, die man vielleicht davor noch nicht gemacht hat. Weil wir werden auch oft irgendwie in eine Schublade gesteckt, hey, das sind die beiden Lochis, die machen so komische Internetvideos, was halt irgendwie gar nicht mehr der Fall ist, weil ich meine... Ihr habt einen Kinofilm auch gemacht, ihr seid Beispiel, ganz anders und ihr schauspielt ja wirklich, es gibt ein großes Projekt dieses Jahr, noch mit Matthias Schweighöfer, kann man an der Stelle auch schon mal sagen. Ist eine Zusammenarbeit im Herbst geplant. Also es ist nicht so, dass ihr tatsächlich einfach nur noch verrückte YouTuber seid, auf keinen Fall. Aber es ist natürlich schon so, dass ihr diese besonders viele Mädchen ja auch als Fans habt, das kann man schon sagen. Und es gibt ja bestimmt auch so ein paar Fragen, die ihr nicht so gerne beantwortet. Pass auf, wir haben 5 Fragen vorbereitet. Ihr müsst aber nur eine, beantworten. Ach so, dürfen wir jetzt ziehen? Ihr dürft eine ziehen. Oh Gott, okay. Oh Gott. Wahrheit oder Pflicht? Ist das ein Glücksspiel oder wie? Ich mach Wahrheit oder Pflicht. Ich bin 18. Okay. Habt ihr eine Freundin? Fünfmal. Das war klar. Ist unglaublich, diese Frage. Wirklich, die wurde es auch schon x-mal gestellt. Ja, pass auf, aber das wirklich Coole ist, ihr habt es in einem offenen Brief beantwortet. Genau. Ich habe dazu einen offenen Brief geschrieben. Ich glaube, der ist mittlerweile einen Monat her. Hat sich wieder geändert seitdem, oder? Nö, das ist ein Brief. Also, kannst du mal gerne durchlesen, dann weißt du vielleicht auch, was da genau geht. Da haben wir die Thematik angesprochen, Freundin und auch in unserem Alter, wie man das mit unserem Lifestyle auch irgendwie... erklären kann, weil es gab auch gewisse Gerüchte, das ist ja klar, die kommen auf bei einer in unserer Lage in dem Sinne, ja, einfach den offenen Brief durchlesen. Ich glaub, also Gerüchte, es ging einfach darum, euch wurden Mädels angedichtet und dann wieder nicht. Ich glaube, es ist ganz normal, dass man in unserem Alter auch mit Mädels unterwegs ist, dass man sich auch mit Mädchen mischt. Und aber du hast auch einen Brief geschrieben. Aber wieso müsst ihr euch denn dafür rechtfertigen? Das verstehe ich auch nicht. Ja, das Rechtfertigen ist ja das eine, also erklären ist ja was anderes. Aber warum erklärt ihr euch überhaupt? Ja, das Ding ist einfach... Das ist doch euer Privatleben und ihr könnt euch doch amüsieren, wie ihr wollt. Aber ich glaube, ihr fühlt euch euren Fans zurück, ne?
Genau das haben wir in diesem Brief einfach nochmal so ein bisschen angesprochen, dass wir da selbst so einfach ganz entspannt umgehen sollen, dass wir am Ende auch nur Menschen sind und dass das was ganz Normales ist. Natürlich, wir haben auch viele junge Mädchen als Fans, die sich dann da sehr reinsteigern. Er hat die anders konzeptiert. Ja. Nee, und was ja auch voll okay ist, so. Aber wir wollten mit diesem offenen Brief einfach noch so ein bisschen Klarheit schaffen, weil das, glaube ich, ganz wichtig ist. Aber ihr habt jetzt die Frage trotzdem nicht beantwortet. Habt ihr eine Freundin? Das Ding ist ja auch wenn ich nicht, zwei, wir würden ja, also, wir haben diesen eine Teilnehmer, ja. eine Teilnehmer, Zwillinge, das geht. Nee, also, zwei Freundinnen? Nee, Single. Okay. Ich glaube, wir würden nie dazu was öffentlich sagen, einfach weil, du hast ja gerade schon gesagt, Privatleben. Und ja, es ist halt wahnsinnig schwer. Auf der einen Seite will man ein Privatleben haben, auf der anderen Seite ist die Privatsphäre wahnsinnig eingeschränkt, weil man irgendwie, egal was man macht, man wird angeguckt oder man wird sofort irgendwie verurteilt, in Anführungszeichen, wenn irgendwas falsch passiert. Ich meine, kennen ja bestimmt einige hier in der Runde selbst. Und deswegen versuchen wie wir macht einfach, ihr das denn, wenn ihr rausgeht? Also ich meine, wenn ihr jetzt normal irgendwo... Es hängt voll ab, wo man ist. Also wenn man jetzt im Publikum beim Fernsehgarten sitzt, ist was anderes, als wenn man gerade... Logisch. Wenn man zum Beispiel auf der Fußgängerzone unterwegs ist, wenn gerade die Schule vorbei ist, das ist was anderes. oder einfach über den Schulhof die Zielgruppe, die halt dann unterwegs ist. Musst du nicht timen, jetzt musst du es nicht timen, irgendwie die Schule ist aus, ich kann nicht raus oder so. Ja, es ist halb so... Nee, das ist halb so wild. Also das Ding ist wirklich... Wir sind es ja auch schon, geht ja schon seit ein paar Jahren so, dass man auch auf der Straße erkannt wird und so. Und am Ende des Tages gehört das halt auch einfach dazu. Damit muss man umgehen. Ist ja auch immer wieder schön, einfach auch so die Menschen kennenzulernen, die das so dahinter stecken, die dich supporten. Kurz erklären. Ne? Es geht nicht jetzt darum, dass einer mal kurz tippt und sagt, ey, du bist doch der, sondern das ist ja wirklich Fanat. Also das ist ja wirklich in Strömen. Ja. Ja, das ist schon. Aber das ist natürlich was, wo und die kreischen auch immer so. Ich habe es ja mitbekommen. Aber aber die Jungs, die sind. Ich finde das ganz faszinierend. Ihr seid, also ich weiß gar nicht, wie ich das eigentlich finde. Vielleicht finde ich es auch fast ein bisschen uncool. Weil ihr seid so erwachsen in euren Ansichten, in dem, was ihr auch vermittelt. Aber nur hier jetzt gerade. Aber erst, seitdem wir 18 sind, davor nicht. Ja, aber, nein, aber ich meine, so in offenen Brief, ihr sagt wirklich, wir vermitteln auch Werte, wir haben eine Verantwortung. Ihr habt, muss das ja nochmal sagen, diesen YouTube-Kanal, 2,3 Millionen Abonnenten, die da wirklich regelmäßig gucken, was ihr macht. Das ist mehr, als die meisten Fernsehshows haben. Und da seid ihr regelmäßig und deswegen, ihr sagt aber auch, hey, wir haben Werte, wir wollen was vermitteln. Voll, das absolut. Also warum auch nicht? Ich glaube, wenn man hat ja auch gewisse Ansichten und die versucht man natürlich auch mit den Leuten zu teilen. Und die Verantwortung vor allem, das kommt ja dazu. Also das spürt ihr schon, dass ihr da auch wirklich, die gucken ja, was ihr macht. Und ja, das voll. Also viele sehen uns halt als Vorbilder, als Idole. Ne? Das ist schon verrückt, wenn man drüber nachdenkt. Aber klar, man sollte sich schon in unserer Position seiner Verantwortung bewusst sein. Und deswegen versuchen wir halt bestimmte Werte zu vermitteln, wie zum Beispiel... einfach dieses positive Denken, das ist für uns echt so ein Ding. Wir sind super positive Menschen, würde ich von uns beiden mal sagen, und sehr euphorisch in ganz vielen Dingen. Und das wollen wir irgendwie noch außen tragen. Wann seid ihr mal 18? Wann haut ihr über die Stränge? Wann seid ihr einfach mal so, dass ein Wert auch mal egal ist? Beim Fernsehgarten dann. Beim Fernsehgarten? Ja. Ohne Mutti-Zettel! Ohne den Mutti-Zettel zum Fernsehgarten! Genau. Nee. Also komplett wir selbst, sage ich mal, sind wir halt, wenn wir zu Hause sind in der Heimat. Also man muss sagen, wir sind mittlerweile wirklich sehr wenig zu Hause. Mhm. Kann auch sein, dass wir einen Monat lang gar nicht bei unserer Familie gar nicht sehen und unsere Freunde, weil wir halt auf Tour sind oder andere Dinge erleben, was wir auch gerne in Kauf nehmen. Da können wir uns nicht beschweren. Nein, wir können ich beschwere mich ja nicht. Aber gerade wenn man zu Hause ist in der Heimat, mit den Freunden abhängt, die man schon irgendwie seit dem Kindergarten kennt, die einen halt nur als Heiko und Roman sehen und nicht als die Lochis, du hast ja auch gerade schon angesprochen, das ist halt wirklich was wie so ein bisschen wie so eine andere Welt, so ein Doppelleben in einer gewissen Art und Weise. Geht das noch mit den alten Freunden? Wir haben nicht viele Freunde. Wir haben eine Handvoll wirklich guter Freunde von früher noch. Und auf die sind wir auch sehr stolz, beziehungsweise sehr froh, dass wir die noch haben. Man schätzt das einfach wahnsinnig. Genau. Man schätzt das einfach wahnsinnig, wie wertvoll wahre Freundschaft ist, so eine Form Familie. Also wir und die braucht man sonst. Absolut, ja. Vor allen Dingen, sonst seid ihr nur in diesem Lochi-Modus. Darf ich was Privates noch fragen? Oh ja. Lochi-Modus. Das Private? Lochi-Modus. Oh Gott. Wenn ihr rausgeht und seid ihr beide 18 und attraktive Jungs, dann lernt ihr eine Mädchen kennen. Dame! Besser als Mutti! Du bist auch eine attraktive Mutti. Seid ihr auf der Hut? Checkt ihr? Sichert ihr euch ab? Jetzt geht es jetzt wirklich um uns? Oder ist es jemand, die uns morgen bei Facebook postet? Wie sehr seid ihr denn auf der Hut? Wie macht man das mit allen? Also, man muss da schon vorsichtig sein, ne? Weil.
viele Menschen, die man kennenlernt, oder es gibt halt oft einfach so, ich sag jetzt mal Fake Friends oder welche, die dann dich halt nicht als Heiko oder Roman sehen, sondern halt irgendwie klar, dich mit so Mittel zum Zweck. Ihr seid Stars. Fake Friends, muss man einfach mal kurz erklären. Also Leute, die Fake Freunde. Ja, also keine echten Freunde. Nee, man muss halt keine Real Friends. Die irgendwie halt, keine Ahnung, auf andere. Die halt auf andere Dinge, die auf andere Dinge aus sind, da muss man natürlich aufpassen. Wie schon gesagt, da haben wir, glaube ich, mittlerweile ein ganz gutes Gespür gefunden. Aber das wird nicht weniger werden, weil ihr habt Jahr ist ja schon auch grandios gestartet. Die goldene Kamera habt ihr gewonnen. Und zwar sensationell. Ja, ich würde echt sagen, das war mit eines der emotionalsten Momente auf der Tour, weil wir waren in Berlin, irgendwie in der Halle, und hatten halt ganz andere Dinge im Kopf. Und jeder wusste Bescheid, nur wir nicht. Und auf einmal stand da unsere Oma, die irgendwie hunderte Kilometer entfernt war auf der Bühne. Wir haben jetzt die Stimme, also wir hatten so In-Ears quasi im Kopf, wie das, wenn man auf der Bühne steht, hat man ja In-Ears im Kopf. Und ihr dachtet, wieso höre ich Oma reden? Genau. Ja, normal. Ich höre meine Oma. Ich brauche Urlaub. Können wir was ausmachen, wenn ihr das nächste Mal zu uns kommt mit Oma Lochi? Das wäre mir ganz wichtig, dass Omi vielleicht mal mitkommt. Ja, okay, das wäre geil, wenn du das siehst. Komm mit, ich setze dich eingeladen zu Riverboat. Herzlich willkommen, Oma Lochi, und danke, dass die Lochis heute hier sind. Danke. Also alle Verwandten mitbringen. Das ist ja mal lustig. Das finde ich toll. Wir haben schon auch, ich glaube, Clusos Opa Clusot eingeladen. Vincent Weiß, Oma und Opa. Ja, also, dann können wir können ja mal so eine Enkel- und Großelternrunde machen. Das finde ich sehr niedlich. Das machen aber dann wir. Nur die Großeltern und Enkel. Das ist auch schön. Und ein Bild von euch daneben. Das ist auch schön. Ach, Herr Jähn, was soll ich sagen?